Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hexit. Haha, ich habe meine ganzen Sachen sortiert, die wir so gefunden hatten und ich habe schon überlegt, was wir noch alles Tolles machen können. Und als allererstes werden wir mal kurz, ich frage mich gerade, wo ich die hingelegt habe, die Beerenbüsche endlich anpflanzen und die von oben runterholen, weil ich habe mir überlegt, da oben ist es einfach zu hell. Ich weiß gar nicht, wie ich es dunkel kriege vernünftig. Deswegen werden wir die mal schön wegbauen. Guck mal, sind schon die ersten Beeren gewachsen. Dumm. Sehr gut, habe ich irgendwie eine Spitzhacke hier. Perfekt. So, dann können die auch wunderbar im Dunkeln vor sich hin gedeihen. Das ist ganz wunderbar. Und zwar habe ich den hier nebenan gebaut, wie ihr da schon seht. Wirklich ganz dunkel. Oh. Ich habe ja Halbslabs hingestellt, weil auf diesen nämlich keine Monster spawnen können. Also kann ja auch nicht aus Versehen irgendwo ein Creeper spawnen und uns das halbe Haus zerfetzen. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Auf alles vorbereitet. Da sind sie, die drei Erfahrungsorte. Die Tokobos gehen mir ein bisschen auf den Sacken, muss ich sagen. So, dann auch den und den. Hatten wir nicht mal mehr? Ich weiß gar nicht, wo ich die hingetan habe. Nee, Monster Drops? Upsa. Nö. Nö, nö. Hier auch nicht. Hier habe ich alle rausgenommen. Tja, ich guck mal kurz in der Pflanzenkiste. Nee, 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 hier ist nichts. Okay, was sagt denn eigentlich unser Baby-Schokobo? Bist du mal groß geworden inzwischen? Immer noch nicht. Boah, die brauchen aber ewig. Schön lange. Ich gehe dann mal eben schlafen. Und dann kümmern wir uns mal um unsere Ausrüstung. Denn als nächstes würde ich gerne mit euch in den Twilight. Und dafür brauchen wir ein bisschen bessere Ausrüstung, damit nicht so ein Malemma passiert wie Malheur. Nicht Malemma, mein Gott, was ist Malemma für ein Wort? Nicht sowas passiert wie, ne? Wie da, dass so ein Typ uns mit zwei Schlägen einfach mal so eben umbringt. Das ist ziemlich uncool. Deswegen gucke ich jetzt mal eben nach, was wir so alles hier Schönes rumfliegen haben. Ich hoffe mal was Gutes. Blast Protection, nein, was ist hier? Vielleicht mal sowas, obwohl das auch nicht unbedingt das ist, was ich will. Power nicht, nein, 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 nein. Nein. Ich hätte gerne entweder Fire Protection oder Protection, da, geht doch. Feather Falling, nein. Glück? Ach, dann können wir die Spitzhacke ja sowieso nicht ausrüsten. Ach, verdammt. Fire Protection, ja. Geht doch. So. Gucken wir mal. Protection 3. Wir müssen natürlich mal eben kurz gucken, dass wir auf. Ja, dann nehmen wir mal den Helm. Der muss ja eh repariert werden. Ach nee, genau, den verzaubern wir jetzt als erstes. Und dann reparieren wir den. So, Helmet. Und mit. Nehmen wir die Protection 3. So, der ist kaputt, der Amboss. Okay, gut. Dann können wir das Ding jetzt einfach reparieren. Reparieren. So. Okay. Die Hose. Auf die Hose tun wir dann mal die Fire Protectiones Number Duo. So. Andersrum. Ich finde es extrem schade, dass man nicht von anderen Rüstungsgegenständen auf andere verzaubern kann. Das ist echt irgendwie voll blöd. Diese ganzen Kettenstiefel und alles haben so schöne Verzauberungen und ich kann sie nicht übernehmen, weil Diamant mir einfach lieber ist. Was? Reparier's doch. Warum willst du nicht reparieren? Gut, check. So, was machen wir jetzt mit dem Schüchen? Schüchen, dann machen wir jetzt mal ein paar ordentliche Schuhe.
Was war das? Das ist... Ach, die Freezerite. Nee, die wollen wir nicht. Die will ich auch nicht. Hat mir noch Iron Boots. Ja, nee. Die bringen uns auch nicht so viel. Dann nehmen wir lieber... Müssen wir uns neue machen. Neue Schuhe. Neue Schuhe. So, 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 so. Nein. Hier bin ich ganz falsch. Mein Gott. Verwirrung pur. Zack. Und dann muss ich trotzdem hier hin. Ja, hier muss ich hin. Und, ach nee, jetzt haben wir ein Ding. Jetzt, haben wir denn kein, aber echt nur diese Sachen. Keine Dingens. Wie heißt das? Hier, Durchhaltevermögen und so. Irgendwie... Knockback. Blast Protection. Ich will keine Blast Protection. Das ist doch total sinnvoll. Vielleicht doch Thorns? Gibt's noch mehr als zwei? Thorns 1? Nope. Knockback Thorns 3. Ich glaube, höher geht's gar nicht. Fire Protection 3. Gar nicht gesehen. Schweinerei. Feather Falling. Ich glaube, dann kann ich aber... Moment, was haben wir hier? Wir haben Protection 3. Wir haben Protection 3. Wir haben Fire Protection 2. Blast Protection 1. Gucken wir mal, was wir... Upsi. Was wir da noch drauf kriegen. Ach, Quatsch. Nee, Fire Protection 2 und... Gucken wir mal, was passiert. Nee. Ups. Nee, das wollen wir nicht. Oh, ich habe schon keine Erfahrung mehr. Ja, ich muss mal eben kurz mich umpositionieren. Ah, okay. Also von daher können wir gerade eh nichts drauf verzaubern. Das heißt, die wichtigen tue ich schon mal hier rein. Die Schürchen ziehe ich dann... Ups, lass das sein. Was machst du denn hier? Nee, so. Mensch. Habe ich jetzt was zum... Ah! Dupliziert? Lol? Das kann eigentlich nicht sein. Eins davon ist nicht echt. Sag ich doch. Das ist aber auch irgendwie nicht echt, oder? Es passieren komische Dinge mal wieder. Sind wir ja nicht anders gewohnt, nicht wahr? Okay, so, jetzt muss ich mal eben kurz den Müll hier loswerden. Das und das weg. Dann... Ja... Tools. Hier hinten waren die Tools. Ich hätte gerne... Ach komm, nimm mal die Axt mit. Die Steinaxt ist eh fast kaputt. Das Ding hält ja eh nichts aus. Dann tun wir das mal weg. Das nehmen wir hier alles mit. Und das auch. Und vor allem diesmal schön viel Pfeile. Also ich könnte mal einen Köcher bauen. Wie heißt der noch gleich? Was mit Kuh? Kuh? Da. Quiver. Genau. Wie baue ich das Ding denn? Hallo? Hallo? Ah, kann ich nur finden. Scheiße. Verdammt. Verdammt! Okay, dann muss ich mal eben kurz mich am... Was ist das denn? Bag? String Leather? Oho! Oho, oho! Das muss ich jetzt mal eben kurz gucken. Das interessiert mich doch jetzt sehr. Wieder was Neues gefunden. Wie schön. Eine Kiste und ein String. Und ein bisschen Leather. Hier, jetzt können wir mal in den Ofen schmeißen. Zack. So, Dilly. Wie viel braucht mir? 7, ne? Ja, okay, dann tun wir mal ein bisschen aufteilen. Ganz viel Charcoal. Was soll ich mit dem ganzen Zeugs? Ich weiß es nicht. Gut, gut, gut. Mal hoppla die hopp hier. Mensch, wir haben noch nicht ewig Zeit. Wir haben noch Besseres zu tun. Egal, jetzt müssen wir uns erstmal wieder... Ja, aufrüsten. So. Ich hoffe, das bringt den gewünschten Erfolg. Upsa. So. Pfeile. Da Pfeil, da Bug.
Da quimmen wir. Wie kriege ich jetzt die Pfeile da rein? Oh. Nimmt er die automatisch da raus? Ja. Sehr gut. Damit kann ich auch leben. Muss ich die da drin haben? Nein. Okay, gut. Okidoki. Hey, da haben wir das schon mal geschafft. Dann nehmen wir mit. Ach genau, das Ding tue ich wieder zurück. Damit bin ich jetzt, möchte ich jetzt gerade nicht arbeiten. Die Skies hätte ich gerne wieder zurück. Die brauchen wir nämlich noch, na? Wo habe ich die denn hingetan? Nein, wo ist sie hin? Oh, ist die Skies. Da ist die Skies. Oh Gott. Mach doch sowas nicht mit mir. So, ja, das möchte ich gerne so haben. Das Bett nehme ich mit. Ich traue dem ganzen 200 drüben zwar immer noch nicht. Oh, den möchte ich auch mitnehmen. Aber trotzdem. Ach ja, genau, die Pfeile. Möchte ich gerne alle dann mitnehmen. Haben wir hier noch Pfeile, aber wir haben noch Dingens. Haben wir 4 Flint. Das ist jetzt mal nicht die Welt. Stickilies. Bisschen Holz. Haben wir kein Holz mehr? Warum haben wir denn kein Holz mehr? Noch hier, den Schmarrnholz hier. Ach, Gottchen, nee. Zack. Wupp, wupp. Nee, das kann ich auch nicht hier machen. Oh. So. Jetzt aber Flint und hier ein paar Federnchen andersrum. Gar nicht. Nein. Oh, Mann, wie ging das hier wirklich? Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Ach so rum. Vergisst man hier die einfachsten Sachen? Ach nee. Ach nee. So. Ich glaube, das nehme ich gleich glatt. Glatt, nicht gleich glatt. Mal nochmal mit hier. Quiver. Da bekommst du ein paar Pfeilchen. So. In die kleine Tasche packen wir mal Zeugs, was wir jetzt gerade so eben nicht brauchen. Das und das brauchen wir allerdings. So. Okay, hier fängt es an zu regnen. Ich würde sagen, es ist der optimale Zeitpunkt, um jetzt uns mal in den Twilight zu verabschieden. Alle hopp. Hui. So. Ja, hier regnet es wie sonst auch. Okay, gucken wir uns mal ganz kurz nochmal auf der Karte um. Ja, wir hatten zwar hier hinten. Oh, oh, das ist neu. Das Ding. So, so. Wir hatten doch hier irgendwo das Häusele. Den Berg, wo wir reingegangen sind. Wo war das denn auch gleich? Weg. Da, hier, hier war es, genau. Hatten wir nicht auch noch dieses Ding? Ist das Ding neu generiert? Das Ding macht mir. Das ist irgendwie merkwürdig manchmal. Wir gehen jetzt mal zu dieser komischen, riesengroßen Festung da. Einfach weil sie komisch und riesengroß ist und ich will wissen, was da drin ist. Ich meine, ich habe es zwar schon gesehen in Spotlights und Co., aber noch nie am eigenen Leib erfahren. Oh, wie komme ich denn hoch? Na. Ja. Deswegen möchte ich es gerne ausprobieren. Ich hätte mal mit dem Schokobo hier reinspringen sollen, definitiv. Was bist du denn, auch ein Bunny? So, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Lass mich hier hoch. Hirsch! Da ist ein Hirsch gestorben, würde ich gerade mal so behaupten. Pech für den Hirsch. Komme ich jetzt ja nicht... Na, ach, komm schon. Warum kann ich denn hier nicht hoch? Mann, oh. Die wollen mich doch ärgern. Dann gehe ich eben so weit hier rum, bis ich es irgendwann schaffe. Ich meine, zurück. Zurück ist ja kein Problem. Da können wir ja runter springen, aber hin. Oh, 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 oh. Na? Da ist ein Battle Tower. Da sind Los Diamantos. Gehen wir da mal hin. Wir versuchen es zumindest. Tun wir mal Schaufeln. Wow.
Das ist mal eine Menge. Kann ja nicht verkehrt sein, weil wir haben ja auch ziemlich viel Rüstungsverschleiß irgendwie. Und zum Reparieren und so. Wow, oh. Oh. Erschreckt mich doch nicht so. Mein Gott. Jedes Mal, wenn ich Schaden kriege, denke ich, ich muss gleich dran glauben. So, komplett so und so. Das ist nicht nett. Gar nicht nett. Aber ich finde es lustig, dass ihr euch so gefreut habt, dass ich letzte Folge so extrem überzogen habe. Aber okay, ich hätte auch schlecht zwischendurch einfach aufhören können. Ich meine, ich war sowieso so extrem im Flow drin, dass ich eh nichts damit gekriegt habe von der Zeit. Aber hey, kann man ja ab und zu mal machen, ne? Aber apropos ab und zu mal machen, deswegen kommen wir nun wieder zum Alltag zurück. Und ich sag mal, ne, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.